Hallo, es ist Mittwoch, 6. April, 13 Uhr, das heißt seit 4 Stunden ist die ProLight & Sound 2011 eröffnet. Das sind quasi die ersten Eindrücke, die wir jetzt haben, nachdem wir am Anfang den ganzen Stand erst nochmal zum Laufen gebracht haben, geschaut haben, dass auch wirklich alles da ist. Es sind immer spannende Momente am Anfang, jetzt läuft wirklich auch alles, es hat alles ziemlich gut geklappt. Die Kunden sind bislang, was man so mitbekommt, sehr begeistert, sehr interessiert, auch an den vielen Videowänden vor allem, die wir zum Beispiel auch da hinten sehen. Müssen wir schauen, was jetzt so die nächsten Tage noch bringen. Aber ich bin da recht zuversichtlich und guter Stimmung vor allem. Liebe Messebesucher, ich würde Sie sehr gerne zur diesjährigen ProLight & Sound 2011 auf unseren Stand hier in der Halle 11 einladen. Der erste Eindruck am ersten Messetag ist sehr positiv. Es sind sehr, sehr viele Besucher gekommen. Und gerade auch hier, jetzt hat es sich gerade am Nachmittag ein bisschen wieder gelegt, der Ansturm. Heute früh war es sehr gut. Speziell die vielen neuen Produkte, wo ich auch gerade dahinter stehe, haben besonderen Anklang gefunden. Und natürlich auch die Videowände, die man nachher noch in einem folgenden Standrundgang sieht. Ich darf Sie sehr herzlich einladen, uns die nächsten Tage hier zu besuchen in Frankfurt in der Halle 11 am Steinige Showtechnikstand. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Okay, also der erste Tag hat also schon mal gut funktioniert hier. Die ersten Besucher haben sich schon auf Facebook auf unsere extra dafür eingerichtete Seite eingeloggt und haben ihren Cocktail schon erhalten. Und gut, auch sonst denke ich, dass es noch weiterhin die nächsten Tage gut laufen wird. So, wir sind gerade am ersten Tag. Es ist 2 Uhr. Man muss sagen, es ist voll, gerammelt voll. Die Leute interessieren sich sehr für unser LSD-System und für die anderen Videowände. Wir sind um 11 Uhr mit allem fertig geworden. Es läuft alles und ich bin stolz, dass jeder mitgemacht hat so ordentlich. Angefangen bin ich heute Morgen um 9 Uhr und es war wirklich der erste Gang erstmal zum Steinicke Stand in Halle 11. Und ich habe noch nicht so viel gesehen, es ist ja der erste Tag und heute bin ich sehr viel über die Messe unterwegs gewesen. Morgen bin ich wiederum etwas länger hier. Ich habe aber jetzt schon einen Favoriten der Produkte für dieses Jahr gefunden und zwar die KLS 150. Ganz klein, ganz niedlich und ganz schick für jeden DMX-Discjockey-Muffel. Hallo allgemein von der ProLight & Sound 2011. Ich möchte euch gerne mal meinen ersten Eindruck jetzt kundgeben. Also wir sind bisher sehr positiv von der Messe angetan. Der Publikumsverkehr ist wirklich groß und unser Hauptaugenmerk auf unserem Stand ist dieses Jahr eindeutig die LED-Wände, die wir jetzt einzeln nochmal erklären werden, die verschiedenen Typen und so weiter. Okay, wir stehen hier als erstes vor dem FutureLight PVS 7,62 mm LED-System. Dieses System ist, wie der Typenbezeichnung schon sagt, 7,62 mm LED-Abstand. Es handelt sich hierbei um TC-LEDs. Und eine Kachel hat 64x64 Bildpunkte. Es sind hier insgesamt 4x3 Kacheln verbaut, also 4 in der Breite und 3 in der Höhe. Das System ist indoor-tauglich und lässt sich problemlos und leicht aneinander schrauben bzw. einfach verbinden. Als nächstes seht ihr links neben mir die EuroLight LSD 37,5 LED Softscreen Displays. Die haben wir insgesamt hier an unseren 5 Säulen am Stand verbaut. Von oben nach unten, es handelt sich hierbei um eine Sonderanfertigung. Diese Sonderanfertigung können wir in bestimmten Abschnitten machen. Wer an sowas Interesse hat, kann dies gerne jederzeit bei uns anfragen. Ansonsten dürfte das System ja bekannt sein. Okay, da ich das Thema Sonderform oder beziehungsweise Sonderbestellung gerade angesprochen habe, haben wir hier zur Demonstration auf unserem Stand einen runden LSD-Screen verbaut, den ihr gerade links oberhalb von mir seht. Okay, als nächstes seht ihr von mir gleich 3 Neuheiten. Das ist einmal rechts von mir das EuroLight LED Outdoor Pixel Mesh. Das ist die bekannte Pixel Mesh Variante als Outdoor. Dann in der Mitte hinter mir ist das FutureLight LED Smart Video System SVS 25 und links von mir seht ihr das Smart Video System SVS 18,75 von FutureLight. Das sind alles 3 brandneue Sachen. Okay, wir haben hier noch eine Neuheit von EuroLight, der EuroLight DF40. Es handelt sich hierbei um super flexible LED-Folien mit 92x92 cm und 22x22 Pixel. Das entspricht einem LED-Abstand von 40 mm.
ist auch eine komplette Neuheit für dieses Jahr. Möglichkeit wieder über einen PC zu steuern und auch über eine sogenannte Medienplayer-Einheit, die dann mit der bereits bekannten Sending Card verbunden wird. Okay, als letztes seht ihr von mir den FuelShare CND 37,5. Das ist das bekannte Videosystem, das wir auch letztes Jahr vorgestellt haben. Es hat sich mittlerweile in Praxistests und auch im Einsatz sehr bewährt. Es handelt sich hierbei um ein sehr robustes System, für das wir auch Windlastberechnungen und so weiter bei Bedarf liefern können. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende und als Abschlussgruppe für ein schönes, großes Gruppenfoto darf ich jetzt gleich 7 Gewinner auf die Bühne rufen. Und als letzten Preis, der letzte wird der erste sein, ist das Lichttool des Jahres, Eurolight LED Pixel Panel 16 DMX. Herzlichen Glückwunsch!